Wir testen für euch heute eine heiß begehrte Lackversiegelung. Wurde sehr oft nachgefragt von euch und hier vorne steht sie, das Polish Angel Master Sealant. Und hier sind wir wirklich wieder im absoluten Premium-Bereich. Generell die Polish Angel Produkte hatten wir auch schon ein paar im Test und konnten wirklich mit einer hervorragenden Leistung überzeugen und auch mit einem extrem geringen Verbrauch, weil der Preis dieser Produkte ist wirklich im absoluten Premium-Bereich. Hier das Polish Angel Master Sealant geht jetzt für euch in den Test. Ich habe hier noch den Lackreiniger von Polish Angel mitgebracht, wird von Polish Angel empfohlen, aber ist jetzt kein hundertprozentiges Muss. Trotzdem, wir nutzen heute diese Kombination, um einfach herauszufinden, wie gut schlägt sich hier das Polish Angel Master Sealant. Viel Spaß mit diesem Premium-Test. Hier seht ihr jetzt mal die komplette Produktreihenfolge. Wir haben hier das Polish Angel Master Compound, sozusagen die Compound-Politur für stärkere Beschädigung am Lack. Anschließend kommt die Master Final Polish. Dann kommt das Esclade, die Lotion, sozusagen der Lackreiniger für das Master Sealant. Das wäre jetzt die optimale Reihenfolge. Dadurch, dass wir hier so und so einen gut erhaltenen Lack haben, lassen wir die beiden Polierschritte weg und nutzen gleich die beiden Produkte, aber wir wollten es euch einfach mal mit zeigen, damit ihr mal vom Start bis zum Ende die gesamte Reihe seht. Das Master Sealant ist eine Versiegelung, die auf einer Carnauba-Wachsbasis beruht und ihr habt zusätzlich noch Siliziumcarbid und spezielle Carnauba-Harze enthalten, die halt wirklich eine unheimlich widerstandsfähige Lackschutzschicht bilden sollen. Das finden wir ja jetzt im Anschluss im Test heraus. Soll bis zu 12 Monate hier auf der Lackoberfläche halten. Auch das ist ein sehr, sehr hoher Wert und wir haben ja schon andere Produkte gesehen, die mit 12 Monaten werben, die teilweise nach 2 Monaten schon effektiv nicht mehr vorhanden waren. Jedenfalls was das Beading-Sheeting betrifft. Von den Füllmengen her habt ihr hier 4 an der Zahl zur Verfügung. 50 Milliliter, 100, 200 und 500. Und wenn ihr jetzt mal hier das Preisgefüge euch anschaut, empfehle ich euch persönlich die 200 ml Version für ungefähr 25 Euro. Die 50 Milliliter Version ist eher sowas für die Tester, aber trotzdem habt ihr dafür echt schon einen hohen Preis. Deswegen rate ich euch zur 200 ml Version. Wir werden im Anschluss sehen, dass der Verbrauch wirklich sehr, sehr gering ist. Also hier werden jede Menge positive Sachen versprochen und wir nehmen das Ganze jetzt in den Einsatz. Dann starten wir hier mit dem Polish Angel Esclade, mit der Lotion, dem Lackreiniger. Der dient sozusagen nochmal dafür, den Lack porentrief zu reinigen. Ihr habt ja den Lack schon gewaschen und wenn möglich auch die Chromverschmutzung entfernt. Das heißt hier eingebrannte Insektenreste möglichst schon wegpoliert. Sollte euch ja ein Begriff sein und das ist jetzt sozusagen das Vorprodukt, wenn ihr hier dann im Anschluss mit dem Master Sealant drüber geht. Das verarbeiten wir direkt mit der Maschine. Ein weiches Finish Pad, ca. 1500 Umdrehungen, steht auch hier hinten nochmal auf der Flasche drauf. Also bei der Makita, die ich jetzt hier habe, ist das Stufe 1. Gebe ich mir hier ein paar Punkte drauf. 5 Stück reicht zu, das verteilt sich dann, es ist sehr, sehr flüssig, das heißt, das Pad wird sehr schnell gesättigt. Und jetzt ganz normal auf Stufe 1, wie gesagt, 1500 Umdrehungen circa, gleichmäßig hier verteilen und somit entfernt ihr noch die letzten kleinen Verschmutzungen. Ganz einfach hier auf der Lackfläche verteilen, die kleinen Wischwaschdüsen hier, die werden nicht beschädigt mit dem weichen Pad. Wichtig ist nur, dass ihr nie direkt drüber poliert, sondern einfach an der Seite vorbei. Da sollte hier mit den kleinen Düsen überhaupt nichts passieren. Ihr könnt sie aber zur Sicherheit abkleben, ist aber eigentlich nicht nötig. Und ihr seht 1500 Umdrehungen. Das hat hier nichts mit starkem Polieren zu tun. Es geht nur noch mal darum, hier die letzten kleinen Verschmutzungen zu entfernen. Und ihr erhaltet jetzt so einen ganz leichten weißen Schleier und ihr führt die Maschine ganz easy mit dem Pad ohne großen Druck einfach über die Lackoberfläche drüber. Hier halbe Motorhaube im Kreuzstrich. Das reicht dann am Ende schon völlig aus. Genau das gleiche auch hier auf der anderen Seite. Ich habe mir noch mal ein paar Pünktchen drauf gemacht. Am Anfang, wenn so ein Pad ungesättigt ist, dann saugt sich das relativ schnell voll, deswegen vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr drauf machen und dann dasselbe auch hier auf der anderen Seite ohne große Geschwindigkeit gleichmäßig verteilen. Und der kleine weiße Schleier, der hier entsteht, den könnt ihr dann im Anschluss direkt mit einem weichen Mikrofasertuch runternehmen. Also hier muss ja jetzt nichts ablüften oder so, das ist ja ein Lackreiniger. Der wird im Anschluss einfach sofort mit dem Mikrofasertuch auspoliert. So, und mehr ist es eigentlich nicht. Hier oben nochmal an der Kante lang. Und so schnell geht das. Und ich denke mal, ihr könnt diesen kleinen weißen Schleier hier vor allen Dingen bei den Lichtspiegelungen erkennen. Vor allen Dingen jetzt, wenn ich mit dem Mikrofasertuch drüber gehe.
Das geht super einfach auszupolieren. Erstmal die groben Überschüsse. Und da merkt man auch, dass der Lack unheimlich glatt geworden ist. Also der Lackreiniger trocknet hier nicht irgendwie intensiv an und man muss den dann wie so ein Hartwachs auspolieren, sondern der wird ganz einfach mit so einem Weichmikrofasertuch runtergenommen. Damit haben wir schon eine Seite fertig. Diesen feinen, hellen Schleier nehmen wir jetzt ganz einfach auch runter. Mit einem schönen, weichen Mikrofasertuch erstmal die groben Überschüsse. Dann nochmal frische Tuchseite. Und ihr seht, ich mache das ohne großen Druck. Gleichmäßig auspolieren und dann können wir auch schon im Anschluss mit dem Master Sealant starten. Hier muss nicht nochmal entfettet werden. Die Lackfläche ist perfekt vorbereitet. So, und los geht's hier mit dem Polish Angel Master Sealant. Nochmal kräftig durchschütteln. Und wir werden das hier auf der Seite mit der Hand auftragen, das heißt mit diesem kleinen Applicator Pad, und auf der anderen Seite mit Maschine, damit wir gleich beide Auftragsvarianten mit zeigen. Ich gebe mir hier eine kleine Menge drauf. Und das würde jetzt schon locker für die gesamte Motorhaube reichen und teilweise noch fürs Dach. Also die Ergiebigkeit ist hier enorm. Und das wird eigentlich ähnlich verarbeitet wie so ein Flüssigwachs. Einfach gleichmäßig auf der Lackfläche verteilen. Und man trägt hier einen ganz dünnen, feinen Film auf. Das ist kaum sichtbar. Und man kann mit bloßem Auge diese ganz feine Schicht erkennen. Auf der Kamera wird es schon richtig schwierig. Wir drehen dann auch nochmal hier den Blickwinkel. Also von der Verarbeitung her richtig einfach. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, habt das auch schon mal im Einsatz gehabt und wie gut hat bei euch das Auftragen funktioniert. Also ich sehe hier bis jetzt überhaupt keine Probleme. Lässt sich sehr einfach verteilen. Aber ihr seht mit so einem Pad, das dauert einfach einen Moment. Man muss wirklich aufpassen, dass man jeden Bereich erwischt. Und ihr könnt aber genauso auch in diesen kreisenden Bewegungen das verteilen. Da habt ihr auch nochmal eine stärkere Verteilung, als wenn er hier nur mit dem Finger in der Mitte drauf drückt. Also lieber ganz flächig und in diesen kreisenden Bewegungen. Da erhaltet ihr eine richtig gute Verteilung. Und so mache ich das jetzt hier auf der Seite fertig. Im Anschluss 15 Minuten circa ablüften lassen und dann ganz easy mit dem Mikrofasertuch die Überschüsse runterpolieren. Und ich denke, das ist auch eine vernünftige Zeit. Keine ewige Stunde hier warten, direkt nach dem Auftragen, sondern nach 15 Minuten können wir das schon auspolieren. Und auf der anderen Seite habe ich mir jetzt sechs ganz kleine Punkte drauf gemacht. Das reicht theoretisch auch eigentlich für die ganze Motorhaube. Aber hier für die Motorhaubenhälfte, da reicht das auch vollkommen aus. Und mit Maschine werdet ihr gleich sehen, das geht richtig flott zu verteilen. Also wer eine Maschine zu Hause hat, und da reicht auch eine richtig einfache Anfängermaschine, weiches Pad und los geht's. Und ihr seht, das geht richtig schnell im Gegensatz zu einem normalen Applicator-Pad. Gleichmäßig verteilen in geraden Bahnen einfach komplett das Produkt auf der Fläche verteilen. Also das ist wirklich eine richtig angenehme Art und Weise, sowas aufzutragen. Und damit habt ihr auch die Sache sehr schnell verarbeitet, gleichmäßig, kontrolliert nochmal alles. Geht nochmal hier oben an der Kante lang. Und damit haben wir das schon verarbeitet. Ihr seht, das geht wesentlich schneller und auch wesentlich gleichmäßiger. Also nochmal der Hinweis, wenn ihr eine Maschine habt, dann weiches Pad und damit arbeiten. Jetzt geben wir der Sache die 15 Minuten und wir schauen uns nochmal diesen leichten weißen Schleier an, der hier entsteht. Und hier könnt ihr das jetzt schön erkennen. Ich werde mal die Kamera etwas hin und her bewegen. Diesen ganz leichten Schleier, der mit der Maschine sehr gleichmäßig ist. Also das hat echt gut funktioniert. Hier oben kann man es auch nochmal schön erkennen. Und wir schauen auch nochmal hier auf der anderen Seite. Und auch hier kann man diesen ganz leichten Schleier erkennen. Aber der ist wesentlich gleichmäßiger auf der Maschinenseite. Trotzdem, ihr könnt es auch einfach per Hand auftragen. Einfach nur genau schauen, dass er auch jeden Bereich 100% erwischt. Hat richtig gut geklappt. Und wie gesagt, die 15 Minuten Wartezeit bekommt das Master Sealant jetzt. Es sind jetzt gut 17 Minuten vorbei. Das konnte richtig in Ruhe ablüften. Und jetzt haben wir diesen leichten Schleier drauf. Ich hoffe, man kann ihn in der Kamera erkennen. Das ist echt schwer einzufangen. Aber ich gehe jetzt hier mit dem Mikrofasertuch drüber und das lässt sich ganz easy auspolieren. Ich wende hier effektiv kaum Druck an. Ich lege nur meine Hand aufs Tuch, nehme erstmal den groben Überschuss runter und der Lack wird unheimlich weich. Das merkt man schon durchs Tuch.
wie leicht hier das Thema über den Lack rutscht. Und ich mache wie immer erst die groben Überschüsse runter. Und ich denke mal, es sollte jetzt auch, wenn man vorher das auf der Kamera gesehen hat, jetzt schon nichts mehr drauf sein. Und jetzt nehme ich nochmal eine frische Tuchseite und lasse das ganz easy hier über den Lack gleiten. Also für alle, die hier auf so eine unheimliche Lackglätte stehen und so eine weiche Haptik, die werden hier nicht enttäuscht sein. Und von der Verarbeitung auch hier nach dem Ablüften, nach den 15, 16 Minuten, überhaupt keine Probleme. Also das wäre auch katastrophal für so ein Premium-Produkt in der Preisklasse. Ja, fertig, perfekt. Und ich schaue dann auch immer noch mal hier mit der Lampe, ob ich irgendwelche Bereiche vergessen habe. Das sieht man an diesem weißen Schleier, aber das sieht hier wirklich richtig gut aus. Und obwohl das Auto ja schon einige Jahre hier auf dem Buckel hat, aber bei regelmäßiger Pflege kann man auch so einen Lack sehr, sehr lange in einem sehr guten Zustand halten. Perfekt, hat gut geklappt. Wir haben jetzt hier ungefähr eine Außentemperatur von 18 bis 20 Grad Celsius. Und jetzt heißt es mindestens 1 bis 2 Stunden warten. Wir geben der Sache auch wirklich 2 Stunden. In dieser Zeit darf das Auto natürlich nicht nass werden, also jetzt nicht in den Regen stellen. Ist ja eigentlich bei allen Versiegelungen so. Und es soll auch kein direktes Sonnenlicht oder keine extreme UV-Strahlung oder Hitze jetzt hier auf den Lack draufkommen. Also ganz in Ruhe hier in den Schatten stellen. Wenn möglich natürlich Überdachung, ganz klar. Aber manchmal geht es nicht anders. Da kann man so ein Fahrzeug nicht in so eine extra Halle stellen. Aber das sind einfach die Empfehlungen, die da mitgegeben werden, wenigstens in den Schatten stellen und das in Ruhe ablüften lassen. Wenn hier mal so ein kleines Blütenkorn auf dem Lack landet, das bringt hier keinen um, braucht euch keinen Kopf machen, aber einfach diese Sachen einhalten. Und es kommen ja meistens immer die Fragen zum Thema Schichten und da gibt es folgende Info. Nach den 2 Stunden könnt ihr nochmal eine neue Schicht drauflegen und dann genauso verfahren, wie wir es auch jetzt bei der ersten Schicht gemacht haben. Aber wir möchten das jetzt nicht ins Unendliche treiben, hier beim ersten Kontakt sozusagen. Wir machen das Thema erstmal mit einer Schicht und schauen, wie gut das arbeitet. Und ganz wichtig, er fragt euch vielleicht, ich habe hier gar nicht entfettet. Das ist hier nach der Esclade Lotion nicht nötig. Also der Lackreiniger, dann auspolieren und dann drüber hier mit dem Master Sealant. Und jetzt heißt es 2 Stunden warten und dann sehen wir uns wieder. Über 2 Stunden konnte jetzt das Master Sealant hier in Ruhe abhärten und vom reinen Lackfeeling her richtig weich. Also für alle, die auf einem sehr haptisch weiches Lackfeeling stehen, die werden hier belohnt und auch von der Glätte her. Das sieht richtig gut aus. Das Tuch rutscht hier richtig sanft über den Lack und machen erstmal ganz einfach los. Und ja, wer die Polish Angel Produkte kennt, dem sollte dieses Abhärverhalten bekannt sein. Das sieht richtig gut aus. Kleine runde Perlen, die laufen richtig schnell nach unten, hinterlassen überhaupt keine restlichen Wassertropfen auf ihrer Ablaufbahn. Also eine unheimliche hohe Wasserabstoßung, die hier zu sehen ist. So kennen wir das auch vom Rapid Wax, vom Detailer von Polish Angel. Also hier ähnliches Bild beim Master Sealing. Und das gefällt mir richtig gut. Wie sieht es jetzt hier beim Ablaufverhalten aus? Ja, also das ist ein ganz deutliches Bild. Ja, sieht richtig gut aus. Also da wird man auf jeden Fall hier nicht enttäuscht. Dann schauen wir uns das mal hier mit dem Wasserstrahl an. Und das Bild, das war zu erwarten. Also hervorragende Perlleistung, unheimlich hohe Fähigkeit hier das Wasser abzustoßen. Es findet effektiv keinen Halt und wenn da jetzt noch etwas Fahrtwind dazu kommt, dann habt ihr wirklich ein richtig gutes Beading und ja, das Sheeting, das haben wir jetzt schon die ganze Zeit gesehen. Es läuft ohne Probleme hier alles nach unten. Und sobald hier die Wassertropfen zu groß werden, machen sie sich auf den Weg. Sieht gut aus. Also Master Sealant bis hierher top. Und jetzt startet ja sozusagen der Langzeittest und wir schauen mal, wie lange hier das Thema durchhalten wird. Wir kommen ja jetzt auch in die ersten Herbstmonate rein und da das Wetter wird kühler, mehr Wind, mehr Schmutz auf den Straßen, mehr Schmutz prallt auch hier auf die Versiegelung drauf. Und ganz wichtiger Hinweis, wir werden hier nicht mit einem Versiegelungsshampoo waschen, ganz klar. So kennt ihr das ja von uns. Hier kommt nur ein ganz normales pH-neutrales Shampoo drüber und ich dokumentiere auch, wie oft das hier gewaschen wird, damit wir auch die reine Produktleistung haben. Und was sagt ihr zum Thema? Wie findet ihr die Leistung? Also das kann auf jeden Fall hier mit den Top-Favoriten mithalten. Das reiht sich hier vom Beading Sheeting ganz weit oben mit ein. Das sehen wir jetzt auch nochmal aus der Nähe. Also es entstehen ganz, ganz feine, kleine Tropfen, unheimliche hohe Glätte. Und so haben wir uns das auch vorgestellt und das tritt auch ein. Also
Schönes Bild, kann sich wirklich sehen lassen. So, und damit startet jetzt der Langzeittest für das Polish Angel Master Sealant. Wenn ihr das auch schon mal im Einsatz hattet in letzter Zeit oder in den vergangenen Monaten oder Jahren, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, wie hat es sich bei euch geschlagen. Wir hatten ja jetzt hier noch den Vorreiniger mit dabei, das Esclade, die Lotion. Wir schauen mal, wie gut sich das schlägt und ist hier der doch erhöhte Preis echt gerechtfertigt, vom Verbrauch her wirklich minimal. Und das ist ja immer so ein Vorteil bei den Polish Angel Produkten, auch beim Rapid Wax oder beim Detailer. Da reicht effektiv ein Sprüher für eine riesengroße Lackfläche. Da rentiert sich dann wieder der Preis im Gegensatz zur geringen Füllmenge. Wir schauen es uns an. Wir sind selbst gespannt, wie sich das hier schlagen wird und wir sehen uns auf jeden Fall bei Teil 2 wieder. Bis dahin, ciao und danke euch.